Das Forschungsinstitut TRI, Technik, Ressourcenschonung und Energieeffizienz, wurde 2013 gegründet und 2016 wurde es Hochschulforschungsinstitut. Hier forschen 40 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler interdisziplinär und kooperativ. Ein Beispiel unserer interdisziplinären Forschung wäre die Verknüpfung von Simulation und Experiment. In diesem Fall hier haben wir eine Flasche in der Realität gestaucht, während wir sie gleichzeitig auch über Modelle simuliert und diesen Stauchversuch im Computer nachvollzogen haben. Nachdem festgestellt wurde, dass das Experiment und die Simulation tatsächlich die gleichen Ergebnisse liefern, können wir aus den Simulationsergebnissen heraus schließen, wo wir Material einsparen können. Wir können zum Beispiel Kunststoffe, aber auch Metalle mechanisch untersuchen. Denken wir an einen Crashfall von einem Auto. Da kommt es dann darauf an, dass die Materialien nicht spröde brechen, sondern eben sich zäh verhalten. Natürlich arbeiten wir auch sehr viel mit Industrieunternehmen zusammen, wo wir auf Anfrage einfache Auftragsanalytik durchführen. Bis hin wirklich zur Auftragsforschung, gemeinsamen Kooperationen oder sogar gemeinsamen öffentlichen Forschungsanträgen zusammen mit der Industrie. Nachhaltige Forschung erfordert auch Akzeptanzforschung. Zwar einfach deshalb, weil die Gesellschaft die Technologien, die erforscht werden, auch akzeptieren muss. Ein Beispiel für ein interdisziplinäres Forschungsprojekt ist ein Forschungsprojekt zur alternativen Mobilität. Da wird zum einen untersucht, wie die Strömungswiderstände von Verkehrsmitteln optimiert werden können. Und auf der anderen Seite untersuchen wir, indem wir die Medien analysieren, ob die Menschen überhaupt bereit sind, neue Mobilitätskonzepte anzunehmen. Energiewende und Digitalisierung sind heute in aller Munde. Ein Ziel unserer Arbeiten in der Arbeitsgruppe Energie am TRI ist es, beide zusammenzuschließen, also endlich dafür zu sorgen, dass wir Energiewende digital betreiben und in der Digitalisierung die Energiewende berücksichtigen. Ein neues Gasnetz etwa, was wechselnd mit erneuerbar erzeugtem Wasserstoff bestückt wird und uns letztlich helfen kann, Strom und auch Wärme, die Mobilität letztlich auch erneuerbar zu gestalten.